So, moin zusammen. Ja, herzlich willkommen von mir und der altbekannten Motorhaube. Und in diesem Video möchte ich euch zeigen, nachdem die nun gereinigt und geknetet ist, wie wir die Kratzer rauspolieren. Und hier sieht man das ganz gut. Die hat wirklich ganz viele Swirls aus dem Waschbereich. Und hier drüben habe ich schon mal ein bisschen experimentiert und gemacht. Genau an dieser Position, da wo man nämlich jetzt kaum oder keine Kratzer mehr sieht, da habe ich nämlich schon poliert. Ich nehme die Cam jetzt gerne auch nochmal raus, ne? Also hier, ja, ein paar Waschkratzer sind hier noch vorhanden. Da muss man dann nochmal mehr Zeit investieren. Hier sieht man es da drüben. Bis dahin bin ich gegangen und hier sieht man dann wirklich ganz gut den Unterschied, ne? Kratzer frei und Kratzer. Ja, also gefällt mir schon mal ganz gut und wie das funktioniert mit der Maschine, zeige ich euch jetzt. So, weil das ganz gut jetzt von der Lampenpositionierung hier passt, werde ich jetzt hier diesen Bereich mal von der Motorhaube versuchen, kratzfrei zu polieren. Nehme jetzt hier auch, damit unser menschliches Auge ein bisschen besser die Orientierung halten kann, dieses Klebeband und klebe jetzt hier von 3M, ziemlich cool. Kann man hier problemlos aufkleben, hinterlässt keine Rückstände, problemlos wieder abziehbar. Dementsprechend auch sehr gut, um Gummi- und Kunststoffteile auf dem Lack abzukleben und somit zu schützen, wenn man dann poliert. So, muss jetzt nicht ganz so groß. Ich gucke jetzt auch nochmal in die Cam und sagen irgendwo in dem Bereich, genau. Damit wir jetzt hier richtig gut sehen können, was ist hier passiert und wie sieht es hier aus. Ja, gucken wir mal mit der Cam, passt das so? Ja, ihr seht natürlich jetzt hier nicht so, wie die Kratzer dort sind. Deswegen müsste ich jetzt eigentlich genau diese Teilung hier machen. Sprich, da. So ungefähr, genau, damit ihr auch noch hier diesen Bereich sehen könnt. Ja, das sollte passen, denke ich. Und da ihr jetzt da gar nichts sehen könnt, mache ich das Kreuz jetzt ein bisschen kleiner. Normal macht man es ja hier in dem Bereich. Ist mir aber jetzt ziemlich egal. Machen wir es etwas kleiner. Gerade muss das auch nicht sein. So. Und zack, letztes Stück. Hier drüben haben wir ja die Schräge, deswegen machen wir das jetzt hier. Ja, was weiß ich. Was habe ich da für ein geometrisches Ding fabriziert? Ein halbes Trapez. Ich bin mir nicht sicher, weil die Linie ist gerade. Naja. Okay, machen wir die hier oben hin. So. Also könnt ihr ganz gut sehen. Könnt ihr gerne nochmal mit der Cam genauer rangehen. Also hier überall, also guckt euch das mal an, richtig arg verkratzt, richtig ekelhafte Scheiße, wie das aussieht. Absolut nicht gut. Und hier, wenn ich hier mit dem Licht drüber fahre, hier wirklich genauso. Und dann werden wir gleich hoffentlich den Unterschied hinkriegen, dass es hier wirklich super poliert aussieht und wieder kratzfrei ist und hier nicht mehr. Ja, dementsprechend begeben wir uns mal da dran. Das war jetzt der Abklebeprozess. Der ist jetzt hier wirklich kurz, weil wir jetzt nur ein Spotlight rausholen. Im nächsten Schritt. Also ihr müsstet in dem Schritt natürlich dann eure Kunststoffteile abkleben. Zum Beispiel, wenn ihr auf einer Motorhaube poliert, hier oben auch, wo jetzt hier die Löcher sind, wo die Kunststoffspritzdüsen verbaut sind. Genau. Und auch Fensterleisten und sowas alles. Ja, wer es richtig professionell machen möchte, kann sich dann hier, ich habe das vom Hersteller Etari, ist ein Lackdicken-Messgerät, der kann damit arbeiten, weil das ist insofern interessant, wie viel Lack hobel ich jetzt runter. Das Gespräch hatten wir auch unter dem Video von JP, also bei Sonax war, da wurde ja gesagt, dass beim Polieren kein Lack abgetragen wird. Und ich bin da fest anderer Überzeugung. Und je nachdem schauen wir jetzt doch mal, was haben wir hier für eine Lackdicke? Wir haben eine Lackdicke von 265 µ. Was haben wir hier? Hier haben wir sogar 290. An dieser Stelle haben wir sogar 310. 268. Das sind alles ganz normale Pendelungen von den Bereichen, die sich hier ergeben. 239, also alles so, ich sag mal ganz grob 220. Wo hat man die Stelle, die sehr hoch war? 280. Die alle in der maschinellen Fertigung so auftreten. Das ist ganz normal. Diese Motorhaube ist original BMW lackiert und wurde auf keinen Fall nachlackiert. Das sieht man hier an. Würde jetzt hier irgendwie nachlackiertes Teil sein oder ein Bereich sein, Bereich, sorry, dann würde da direkt Werte von 500 oder 800 µ auftreten. Also es ist ein wirklich gravierender Unterschied.
Könnt ihr auch in einem meiner Videos nochmal gucken. Hier 205 sogar nur. Hier ist so dünner. Liegt bestimmt hier irgendwie technisch gesehen an dieser Schrägen hier. Ja, genau. Die Schräge ist nämlich wirklich dünner. 200 μ. Die hat dann halt einfach an dieser Position weniger Lack abbekommen. Und genau, umso mehr man dann Richtung Mitte kommt, ist es etwas mehr. 297, genau, ist meine Theorie. Die geht hier auf. Machen wir hier neben dem Ding. Und 276, nee, passt es nicht. 275. Okay, alles in diesem Bereich irgendwo. Ich würde auch mal ganz gerne jetzt hier eine Stelle am liebsten messen, die wir genau gleich wiedererkennen und dann nochmal messen. Ich werde ja jetzt nicht so sehr hier dran gehen. Wir müssen jetzt eigentlich ziemlich diesen mittigen Punkt hier nehmen. Ich hoffe, dass ich den halt nochmal gleich wiederentdecke. Können wir natürlich versuchen. Hier haben wir jetzt 253 μ. Ziemlich mittig. 252, 245. Ich mache jetzt mal hier so einige drumherum. 276, 270, 260, 263. Also alles hier so in dem Bereich von 250 bis 270, sage ich mal ganz grob. Und dann gucken wir doch mal gleich, wie die Mitte sich danach verhalten hat. Ja, das könnt ihr bei eurem Fahrzeug natürlich gerne machen. Das ist auf jeden Fall nicht verkehrt, um zu gucken, ist noch genug drauf, was kann ich noch runterpolieren, weil man soll ein Auto einfach nicht zu oft polieren, das ist ganz klar. Gut, müsst ihr aber nicht machen, ihr könnt es natürlich auch so machen und dann kommt ihr einfach zum nächsten Schritt. So, kommen wir nun zur Poliermaschine bzw. auch den Polierpads. Was gibt es für Pads und wofür benutzen wir sie? Wir haben hier einen BMW-Lack und bei BMW ist es genauso wie bei VW, das ist ein relativ harter Lack und sehr dick mit 300 μ. Zum Beispiel die Ford-Lacke, da habe ich auch mal einen Wagen überprüft, der hatte nur ca. 150 μ, 110 μ an manchen Stellen drauf. Also Ford macht deutlich dünnere Lacke. Hat Vorteile, hat aber auch Nachteile. Das muss jetzt nicht heißen, dass BMW und VW da extra super sind, weil die 300 μ draufhauen. Nee. Das kann auch Nachteile haben. So viel nur dazu. Wann braucht man jetzt ein weiches Pad, mittelhartes oder sogar, wo haben wir es hier unten, ein knüppelhartes? Das erkläre ich euch jetzt. Also, wir haben jetzt hier, das ist so ein mittelhartes, das ist ein ganz hartes, das hier ist ein ganz weiches. Ich sortiere jetzt mal ein bisschen, das ist ein noch weicheres. Können wir hier hinlegen? Ups. Also, und das ist ein Cutting-Pad, ein Finish-Pad, auch super weich, wie man hier sehen kann. Gehört auch in diese Kategorie. Und hier haben wir auch nochmal so ein mittelhartes. Nicht wundern, die sind ein bisschen dreckig. Sind ältere Pads, die benutze ich jetzt für die Motorhaube, ist gar kein Thema. Das habe ich jetzt gerade benutzt, muss natürlich in die Waschmaschine gleich oder Hand auswaschen, weil es kann sonst ein bisschen ausfransen. So viel dazu. Ja. Zur Ausgangsfrage zurück. Wann benutze ich welches Pad? Habe ich einen relativ weichen Lack? Das Gegenteil also von diesem BMW-Lack. Ich mache das so gerne hier, weil es mir scheißegal ist, ob noch mehr Kratzer reinkommen. Sorry, so viel nur dazu. Wo war ich jetzt stehen geblieben? Jetzt bin ich hier rausgekommen, sorry. Genau, also, wenn ich. Machen wir das Beispiel. Ich habe einen harten Lack wie den BMW-Lack oder den VW-Lack hier. Wenn ich einen harten Lack habe, brauche ich auch ein hartes Pad, um gegen diesen harten Lack irgendwie anzukommen, was auszurichten. Das werdet ihr gleich sehen, kann ich euch mal zeigen, wenn ich hier nur mit dem Cutting-Pad drüber gehe. Das ist wie, als ob man mit einem ganz weichen, wie mit einer Feder irgendwie über, was weiß ich, über ein Metall gehen würde und versucht, da irgendwas abzukratzen. Das würde nicht funktionieren. Doofes Beispiel, aber ist halt so. Würde man jetzt ein bisschen was Härteres nehmen, zum Beispiel ein Holzstück, würde man vielleicht schon anfangen, ein bisschen was abzukratzen. Nur mal hypothetisch jetzt gesehen. Würde man jetzt aber eine Feile nehmen, die selber ziemlich scharf ist und auch ein paar Kanten hat, würde man natürlich von dem Metall was abtragen können. Also so vom Prinzip her kann man sich das vorstellen. Bei BMW und VW weiß ich, dass die Lacke sehr hart sind. Dementsprechend kann ich eigentlich hier direkt schon anfangen und benutze ein hartes Pad. Wenn ich das nicht weiß, ist es fatal, hinzugehen und direkt mit dem härtesten Pad, das ich habe, anzufangen. Das solltet ihr auf keinen Fall machen. Da könnt ihr euch einen Lack nämlich versauen, insofern, dass ihr hingeht. Und ja, ihr tragt einfach direkt zu viel Lack ab. Das ist halt die Gefahr. Wenn es ein weicher Lack ist und nehmt ein zu starkes, ein hartes Pad. Hier, apropos, nochmal hier der Fingerdruck zu sehen. Guck mal, wie lange der braucht, um wieder in seine übliche Position zurückzukommen und wie schnell das jetzt hier bei dem weichen Pad geht. Zack, kann man fast nicht sehen. Bei dem mittleren, halt so eine mittlere Zeit. Ne, hier, zack, jetzt ist er langsam ausgehärtet. Also so, nochmal zum Verständnis hier.
So unterschiedlich sind die Pads hart. Ne? Also dauert wirklich ganz lange. Ja, dementsprechend ist meine Philosophie so vorzugehen: Ich beginne mir immer mit dem weichsten Pad, wenn ich den Lack nicht kenne, und arbeite mich langsam hervor oder weiter durch und gucke, okay, reagiert noch nicht bei dem weichen Pad, nehme ich mal lieber ein bisschen was Härteres. Dann gibt es auch verschiedene Stufen nochmal in den einzelnen hier. Das ist jetzt ein dunkelrot, das ist ein blaues. Je nach Hersteller sind die Farben da anders. Und die sind ja auch, seht ihr ja auch hier, das ist härter zum Beispiel als das hier. Na? So, nochmal ein Vergleich. Okay, genau. Reicht jetzt auch das Mittelharte nicht? Ich kann damit kratzermäßig nicht alles wegbekommen. Dann gehe ich wirklich hin und fahre richtige Geschütze auf und nehme das härteste Pad. Wir beginnen jetzt mal hier mit dem mittelharten Pad, weil ich weiß, das sind ja eher fürs Finish hier bei BMW auf jeden Fall die ganz weichen Pads. Genau, im nächsten Schritt dazu auch noch direkt die Politur. Und hier habe ich von Menzerna die FG400. Und man hat bei den meisten Polituren immer eine Information, was ist das für eine, was hat die für einen Abrieb. Und das ist eine relativ hohe, also drei, ja, was weiß ich, hier drei Zeichen anstatt 1 wie auf der anderen Seite, ist quasi hier mit dem Pfeil auch markiert, ist die höchste Stufe, die es bei dieser Politur oder überhaupt bei den Polituren von Menzerna gibt. Und das ist auf jeden Fall notwendig hier bei der Motorhaube in dem Zustand, das ist ganz klar. Ihr könnt jetzt auch hingehen und nehmt noch eine weichere oder eine nicht so scharfe Politur, die hat jetzt irgendwo einen Bereich hier eingesortiert, oder aber holt euch nochmal eine Nummer schärfer, die gehen dann sogar noch ein Stückchen weiter. Gibt es auch nochmal, wenn das hier nicht ausreichen würde. Und bei der Motorhaube glaube ich, dass man mit der wirklich ans Maximum geraten ist, so meine Vermutung. Das war auch das, was ich hier drüben gesehen hatte, hatten wir schon ordentlich was wegbekommen, aber nicht perfekt, nicht alles. Ja, Poliermaschine hatte ich gerade schon angesprochen. Noch ein anderes Pad drauf, das kann weg. Und das ist hier die Poliermaschine. Liegt bei ca. 120 bis 150 Euro. Hat hier einen Teller drauf, ist eine Exzenter-Poliermaschine. Irgendwann hat es mal ein bisschen durchgestrahlt. Und wenn man sich die anschaltet, sieht man das, dass die exzentrisch verläuft, das heißt einfach nicht kreisförmig. Genau. Ja, würde ich sagen, jetzt beginnen wir mal mit dem mittleren Pad. Ja, wie gesagt, mittleres Pad ist drauf. Bisschen Politur hier oben habe ich ein bisschen gekleckert, können wir jetzt mal hier abputzen. So, ich mache mir immer Punkte, manchmal ein Gesichter, das ist eigentlich egal. Na? Auf jeden Fall die Politur vor dem Benutzen, wenn sie gestanden hat, schütteln. Das ist wichtig, so 4-5 Punkte, die reichen eigentlich aus. So, und dann gehe ich immer hin, zack, Maschine erstmal auf 1 stellen, damit wir nicht jetzt die Politur hier im Raum verteilen oder auf der Motorhaube zu weit oder ja, einfach verteilen. Im ersten Schritt können wir jetzt hingehen und die Politur einfach so ein bisschen verteilen auf der Motorhaube, damit wir überall ein bisschen was haben. Den Rest haben wir jetzt hier auf dem Pad. Können jetzt beginnen mit Stufe 1 und ich merke, ich habe jetzt wieder, also ich werde hier auf jeden Fall über die oder auf die Linie kommen, weil mit dem großen Pad habe ich jetzt nicht viel Bewegungsmöglichkeit hier in diesem Spotlight. Aber gut, so ist es halt. Kabel hängt jetzt hier runter, hänge ich mir über die Schulter, damit solltet ihr auch darauf achten, das solltet ihr machen, damit das Ganze nicht auf oder gegen die Motorhaube kommt oder überhaupt gegen das Fahrzeug kommt und Kratzer macht. Denn wir wollen ja Kratzer rauspolieren. Also fangen wir an. Stufe 1 ist eingestellt, wie gesagt, und Powerknopf. Jetzt gehe ich erstmal hin und verteile das ganz locker und easy hier. Ohne groß Druck auszuüben. Und mache das, boah, brauchst du auch zwei Hände, und mache das im Kreuzstrich. Kreuzstrich bedeutet, wir machen einmal vertikal und danach hoch horizontal. Habt ihr gerade gesehen? Ich gehe hin, mache diese Linien. Zack, zack, zack. Solltet ihr nicht machen, jetzt hier in der Politur mit Fingern rumfummeln, wenn es euer wirklicher guter Lack ist. Und danach horizontal und danach wieder von vorne. Und wie gesagt, nicht viel Druck ausüben. Ihr seht, ist die Politur jetzt langsam eingearbeitet. Und danach können wir die Stufe erhöhen auf eine mittlere Stufe 3 bis 4. Und auch noch nicht sonderlich viel Druck ausüben.
danach erhöhen wir die Stufe auf die höchste Stufe und dann üben auch ordentlich Kraft aus. Das waren ja erstmal nur ein paar Runden. Die muss man dann gucken, ob das schon ausreicht oder noch nicht genug war. Und das machen wir jetzt. Nee, machen wir hier keinen Cut, damit mir keiner was unterstellen kann. Ich hätte da irgendwas geschnitten oder irgend so einen Quatsch gemacht. Ach, das Tuch ist zwar gut und schön, aber es flusst gerade hier ordentlich rum. Machen wir es mal so. Oh ja, das sieht schon mal besser aus. So, machen wir das wirklich nur mal in dem Spotlight jetzt hier ausgebessert. Was haben wir jetzt hier? Oh ja, jetzt holen wir natürlich die ganzen Steinschläge. Machen wir gerade frei dadurch. Und, jo, ich schätze mal, ihr solltet das schon mal sehen können. Also das sieht auf jeden Fall deutlich anders aus. Ich nehme jetzt auch die Cam bewusst hier nochmal runter und filme so, wie wir es gerade gemacht hatten. Ne? Also das sieht schon mal anders aus als hier. Also das ist doch mal ein wirklich schöner Vergleich. Ich hoffe, dass ihr es auch so gut sehen könnt, wie ich jetzt hier live. Aber wir sehen, ja, hier ist es jetzt sehr gut zu sehen. Wir sehen noch, wir haben noch Waschkratzer drin. Also da ist auf jeden Fall noch was vorhanden und Bedarf. Hier ist natürlich jetzt noch mal ein bisschen mehr von den Kratzern als in dem Bereich, wo ich mit der Maschine natürlich plan besser aufdrücken konnte. Hier war ich ja nur mit der Seite. Wenn das jetzt nicht abgeklebt ist, der Bereich, hat man hier natürlich auch besser noch mal poliert. Genau. Ja, sieht schon mal ganz gut aus. Nochmal hier im Vergleich. Immer wieder krass. Aber natürlich noch nicht perfekt. Wenn man das natürlich jetzt noch weitermachen möchte, kann man natürlich gucken, ob man jetzt mit dem Pad weiterarbeitet oder sagt, nein, ich gehe jetzt auf eine Nummer härter. Ich würde jetzt auch vorschlagen, dass wir die Nummer härter nehmen. Und das machen wir jetzt auch. Also wechsle ich bei der Maschine kurz das Pad aus. Wie gesagt, das hat schon ein paar Jahre am Buckel. Aber das ist mir relativ egal und mache mir dementsprechend hier wieder, na komm schon, ein paar Spritzer der Politur drauf. So, sehr schön. Und kann dann hingehen und nochmal Verteilung machen. Und gehe jetzt vom Prinzip her genauso vor. Also nicht vergessen, Maschinengeschwindigkeit wieder runterdrehen. Und schaut euch das mal an. Die Politur wird gänzlich anders verteilt, weil wir ein anderes Thread benutzen. Sieht das von der Struktur her schon mal, wie ich finde, ein bisschen anders aus. Bei der Geschwindigkeit, mit der ihr hier arbeitet, müsst ihr einfach, wie ich finde, so ein Gefühl dafür bekommen. Viele Leute sagen, dass ich das zu schnell mache. Das habe ich unter den Kommentaren ja bei meinen Poliervideos gelesen. Ich komme damit aber sehr gut zurecht und komme damit auch zum sehr guten Ergebnis, wie ich finde. Und dann ist es auch nicht schlecht oder schlimm, wenn man das macht. Und darüber kann man gerne diskutieren. Viele schwören darauf, nee, einfach nur wirklich, kriegst fast nicht den Weg, ganz, ganz langsam machen. Kann man auch. Ich mache es ein bisschen schneller, finde aber, es ist auch noch in Ordnung. Also, legen wir los mit der schnellen Speed-Stufe.
anfassen, Maschine bis zum Ende laufen lassen, bis sie wirklich steht und nicht mittendrin hochheben. Da können auch Sachen passieren, die nicht passieren sollen. So, weil das Poliertuch gerade ein bisschen geflust hat, nehmen wir doch jetzt mal ein anderes. Habe hier das Trockenwunder im Regal gerade zur Hand und mache das jetzt hier mal sauber. Ist aber auch überall noch Staub im Keller. So. Also. Und von der Temperatur, ne, ihr müsst bedenken, hier ist ja jetzt eine Reibung entstanden und es ist auf jeden Fall schon ein bisschen erwärmt, aber jetzt nicht sonderlich. Und wir werden auch gleich mal dann die Lackdicke hier messen. Mal schauen, was wir hier abgetragen haben. Aber das sieht auf jeden Fall schon mal richtig gut aus. Ja, das könnt ihr auch sehen. Und lassen wir mal einen Moment stehen. Ne? Also Vorher-Nachher-Vergleich wieder brillant. Und nimm die Cam gerne nochmal runter dafür. Ja, und dann solltet ihr auf jeden Fall nochmal den Unterschied von gerade zu eben nochmal sehen. Also das ist auf jeden Fall nochmal besser geworden. Und das lag wirklich gänzlich allein nur daran, weil ich das Pad ausgetauscht habe. Ich habe, wie gesagt, das härtere Pad genommen, ne, sieht man ja hier, und das weichere Pad oder mittelharte Pad hat nicht so viel Kraft gehabt, hier an diesem harten Lack diese Abtragung des Lacks zu machen. Also sieht wirklich super aus. Ne? Wartet. Also wirklich genial. Richtig schöner Unterschied. Toll auch zu sehen. Ich hoffe, dass die Cam das so gut einfängt, wie ich es hier wirklich sehe. Also es gefällt mir richtig gut. Genau, im nächsten Schritt würde ich sagen, messen wir nämlich jetzt hier nochmal. Zack, einfach hier mal kurz drücken, dann ist das Gerät eingeschaltet. Irgendwo hier mittig war ich ja. Und jetzt haben wir hier 256 µ. Haben wir hier 266. Und ich meine, es war. Was den Wert nicht mehr genau. 244. Also wenn wir hier was abgetragen haben, dann ist es wirklich sehr wenig. Aber ich meine, es war irgendwas 250 bis 270. 289 ein bisschen weiter weg. Ich versuche nochmal wirklich hier so mittig. Wer hier? Ja, 252. Also vielleicht haben wir hier ein paar Mü abgetragen. Wirklich ganz gering. 260. 248, ja, das ist deutlich dünner. Vielleicht habe ich da ein bisschen fester gedrückt. 267, hier wieder im äußeren Bereich wieder ein bisschen mehr, 278, 211, ja, das wird ja zu der Kante hier ein flacher, 243, 227. Also wir haben ein bisschen abgetragen, würde ich behaupten, aber wirklich sehr wenig. Natürlich muss man bedenken, man kriegt das jetzt noch ein bisschen besser rauspoliert. Klar, man muss hier natürlich jetzt, ich zeige euch das ja nur in einem 10-20-Minuten-Video. Wenn man jetzt hingeht und sagt, ja, ich erkenne da zum Beispiel an der Stelle, siehst da noch so einen kleinen Kratzer, kriegt man raus, natürlich. Und dann setzt man da ein bisschen mehr Zeit rein und poliert dann. Und für so eine ganze Motorhaube, je nach Zustand, also in dem Zustand, die Motorhaube, würde ich sagen, braucht man locker 4 bis 6 Stunden. Also das ist absolut realistisch, wenn nicht sogar mehr. Weil, ja, es dauert einfach seine Zeit. Man muss gucken, wie der Lack sich verhält, wie reagieren die Polituren auf den Lack oder wie reagiert der Lack auf diejenige Politur. Kann man ja auch verschiedene dann verwenden. Aber wie ich finde, ist das auf jeden Fall schon mal ein richtig schönes Highlight. Das ist auf jeden Fall super geworden. Also es gefällt mir wirklich sehr, sehr gut. Ja, also echt klasse aus, also wirklich kratzermäßig ein deutlicher Unterschied. Gehen wir auch gerne nochmal mit der Cam dran. Ne? Also, das ist auf jeden Fall ein anderes Niveau als das da, was wir jetzt da erzielt haben. Das ist wirklich toll. Auch geil zu sehen mit diesen Kratzern hier, dass sie hier so einfach enden. Also, das ist brillant. Wirklich super, sehr, sehr geil. Ja, also ich weiß ja, meine Poliervideos sind, ich sag mal, kritisch beäugt von euch. Ist natürlich absolut legitim und in Ordnung, aber ich würde doch mal sagen, das zeigt doch einiges. Das zeigt doch wirklich, wie man gut polieren kann mit einer Maschine und wirklich auch gravierender Kratzer rausbekommt. Und ich hoffe, das wird sich widerspiegeln, indem die Likes hochgehen. Und ja, ich hoffe, ich konnte euch damit einen Einblick geben, wie poliert man mit der Maschine den Lack und Kratzer wieder raus aus dem Lack, damit der Wagen wieder schön neu aussieht.
Ja, im nächsten oder übernächsten Video kommt dann das Gleiche, nur wie machen wir das dann mit der Handpolitur? Da müssen wir gucken, ob wir das bei diesem Level der verkratzten Motorhaube hinbekommen, die Kratzer auch so gut rauszupolieren. Da bin ich noch ein bisschen skeptisch. Müssen wir mal gucken. Schauen wir uns an. Ja, alle Produkte, die ich verwendet habe, auch die Maschine, links unterhalb des Videos in der Infobox. Wie gesagt, wenn euch es gefallen hat, lasst gerne den Daumen nach oben da. Das freut mich sehr. Und wenn ihr es noch nicht getan habt, abonniert meinen Kanal 83 MeToo. Ciao!